Und diese Zytokeratinfärbung, die gab es jetzt ganz, ganz, ganz neu fürs Durchflusszytometer. Und ich hatte für unser Labor in Münster, damals noch im chirurgischen Forschungslabor, ein Durchflusszytometer zur Verfügung gestellt bekommen und habe jetzt diese Tests gemacht. Und dachte mir so, das erste Mal probierst du es aus, präparierst das. Und in dem Testkit waren Positivzellen, die also Zytokeratin positiv waren, und das entsprechende Testkit für die intrazelluläre Färbung. Und die Negativzellen musste man selber zur Verfügung stellen, und da war halt eben der Vorschlag der Firma, man nimmt den Buffy-Code, damals Buffy-Code, also es sind die weißen Blutzellen, die ja kein Zytokeratin enthalten, per Definition. Und ich habe halt eben gesucht, ich brauchte Patientenblut und bin nebenan ins Labor gegangen, und die haben mir eine ausrangierte Blutprobe von einem Patienten, der halt eben Routineabnahme hatte, zur Verfügung gestellt. Ich habe die Präparation gemacht und stelle das Gerät ein. Und weil ich ein bisschen fleißig wahrscheinlich gewesen bin, habe ich gesagt, ach, stellst die Maschine mal so rough and dirty ein, dass du diese ganzen Sachen, dass du mal einen Überblick kriegst über das, was da eigentlich so vorgeht. Und habe Zellen gefunden bei dem Patienten, die waren im Makrophagen-Gate, aber waren Zytokeratin positiv. Also da gab es ja nur, gab's nur wenige Erklärungen für. Und habe sie nachgefärbt und sie waren CD14 und 16 positiv. Also das gab es überhaupt nicht. Das geht per Definition gar nicht, dass diese Zellen Zytokeratin enthalten. Entweder sind es zirkulierende Tumorzellen, dann haben sie kein CD14, kein CD16 auf der Oberfläche, weil das nur auf Immunzellen zu finden ist. Oder es sind andere Zellen, ja, und sie waren genau im Gate der Makrophagen, und aber eine kleine Gruppe, die halt eben sonst normalerweise bei den Messungen untergeht, weil man sie rausrechnet. Die sind einfach nicht beachtet worden. Und ich habe gedacht, Mensch, du bist ein Blödmann, kannst es nicht. Habe die ganzen Sachen zusammengepackt, die Maschine runtergefahren, habe das in mein Laborbuch eingetragen und bin nach Hause gefahren, habe mir ein Bier getrunken. Am nächsten Tag habe ich mir gedacht, so, vielleicht bist du doch nicht so blöd und machst das nochmal. Und habe das an meinem Blut, ja, bei mir eine Blutprobe genommen und habe das an meinem Blut wiederholt. Und meine weißen Blutzellen hatten diese Zellen nicht. Ich also rüber in das andere Labor und sage, was ist das für eine Blutprobe, die ihr mir gestern gegeben habt? Ach, das ist ein ganz alter Patient mit einem komplett metastasierten Kolonkarzinom im Stadium 4, den wir hier betreuen. Und ich sage, ja, wunderbar, wieso hat der diese Zellen drin und ich nicht? Und dann bin ich mit der Zeit draufgekommen, es sind zirkulierende Makrophagen, die per Definition ja gar nicht in der Zirkulation zu finden sind, weil sie versterben ja am Ort der, Phagozytose. Und die sind beim gesunden Menschen nicht da, und bei Patienten mit Tumorerkrankungen haben diese Zellen Vesikel, mit Zytokeratin enthalten. Also war die einzige Möglichkeit, dass sie es irgendwo phagozytiert haben, prozessiert haben und das Zytokeratin intrazellulär zu finden ist, in den Vesikeln. Das hat mir niemand geglaubt. Heute Standard. Heute wissen wir, diese Makrophagen wandern, anders als bei Infektionen, wo sich Eiter bildet, in die Lymphknoten, und in den Lymphknoten werden dort die T-Lymphozyten geprimed, aber niemand weiß wirklich genau, wo sie dann letztendlich bleiben. Man findet sie dann in der Milz wieder, und die einzige Möglichkeit, die unser Körper dafür bietet, ist, dass sie über die Lymphknoten, dass diese Zellen über die Lymphknoten und über den Ductus thoracicus wandern, da in die Zirkulation gelangen und von dort aus in der Milz abgelagert werden, um dort entsprechende weitere Immunzellen zu primen. Das war im Prinzip die Geschichte. Das war im Jahre 2000,
Ja, nein, das war 1998 schon, wie ich die ersten Untersuchungen gemacht habe und direkt dann publiziert habe ich es im Jahr 2000, 2001 bis 2004. Und habe diese gleichen Untersuchungen dann bei Patienten mit nachgewiesenem Prostatakarzinom gemacht und dem Nachweis von intrazellulärem PSA. Und habe herausgefunden, dass eine gutartige Erkrankung der Prostata auch bei hohen Serum-PSA-Werten niedrige Werte an Makrophagen-PSA im Serum zeigt. Und zwar mit seiner sehr hohen Trefferquote. Und dass im Falle eines Karzinoms diese Werte deutlich ansteigen. Die Werte sind PSA, Serum-PSA unabhängig. Und haben eine Trefferquote von 80%, sowohl Sensitivität als auch Spezifität. Das ist auch publiziert, anerkannt, seit Jahren ist mehrmals zitiert worden, auch in anderen Arbeiten. Das findet man auch beim Kolonkarzinom, man findet es auch bei Herzinfarkten, in dem halt eben Herzmuskelgewebe zugrunde geht, die werden von Makrophagen abgebaut und kurz nach dem Herzinfarkt findet man Zytokeratin-positive Makrophagen. Man findet PSA-positive Makrophagen beim lokalisierten Prostatakarzinom und deutlich mehr beim metastasierten Prostatakarzinom. Man findet beim Mammakarzinom CA15-3-Zellen, man findet beim Ovarialkarzinom CA125-positive Zellen. Und man kann sogar weitere Differenzierungen machen, indem halt eben die Rezidivrate wiedergespiegelt wird durch Marker, die man sonst eigentlich nur im Tumor selber findet, durch Biopsie und durch Immunhistochemie, sodass jetzt diese Form der Diagnostik als sogenannte Liquid Biopsy beschrieben wird. Das ist im Prinzip die Geschichte und seit der Zeit bin ich fleißigst unterwegs und untersuche meine Lieblingshaustiere, die natürlichen Killerzellen und die Makrophagen.